Der Rühraufsatz darf beim Spargelkochen nicht fehlen. Immer mit in den Varoma legen. Warum? Der sorgt nämlich dafür, dass hier eine Wölbung passiert, Dämpfe durchkommen und der Spargel gleichmäßig gegart wird. Also so passiert das nicht, dass er oben rechts nicht so gar ist wie unten links. Und dann geben wir ganz gemütlich unseren gewünschten Spargel über den Rühraufsatz. Der Varoma ist gut gefüllt, ihr könnt aber noch den Spargel vom Volumen erhöhen, wenn ihr den Einlegeboden drauflegt und darauf auch nochmal euren Spargel legt. Also da passt auch noch einiges drauf und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, noch mehr Spargel zu kochen. Und weiter geht's mit Wasser in den Mixtopf, Kartoffel im Gareinsatz. Dann geben wir noch ein bisschen Zucker, Butter, Salz über den Spargel. Deckel drauf und ab zum Dampfgaren. Je nach Dicke des Spargel können nochmal 5 Minuten draufkommen. Und der Spargel gedampft gart, schmeckt viel intensiver als gekocht. Glaub mir.